Und damit Hallöchen und willkommen zurück zur letzten Demo Pokémon Omega Rubin Alpha Saphir. Im ersten Teil der Demo haben wir so ein bisschen, sage ich mal, die Story so mehr oder weniger ein bisschen nachgespielt. Beziehungsweise haben wir das zur Mega-Entwicklung fähige Phenontor von den Klauen von Cullen Wolfgang gerettet, also von den Vorständen von Aqua und Magma. Und ja, das war so eher der Story-Part. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum Trainings- und Pokémon-Fang-Part und so weiter. Also, wir können noch ein bisschen weiterspielen. Und ja, mal gucken, was noch alles erleben hier in der wunderschönen Höhenregion. Mal gucken, was da noch geht. Und da ist ja schon der Herr Troy. Hallo, Orlando. So sieht man sich wieder. Das ist unsere zweite Begegnung, oder? Jupp. Ich hab's. Ich werde deinem Team weitere Pokémon hinzufügen, damit du noch mehr Spaß auf den Abenteuern hast. Ich möchte, dass du neue Erfahrungen mit diesen Pokémon machst. Sprich mich einfach an, wenn du zum Abenteuer aufbrechen möchtest. Ich würde mich sehr darüber freuen. Okay, nicht sehr, ich würde sich darüber freuen. Aber ich freue mich da mega. So, und apropos mega. Hier haben wir auch noch Logok und Sumpex, die auch zu Mega-Entwicklung fähig sind. Denn sie haben auch rein zufällig das... Sieht man das hier? Genau da. Logok Need und das Sumpex Need. Und natürlich Phenontor, wie schon gesagt, das Phenontor Need. Richtige Zungenbrecher. In der Gewaltronit haben wir schon gesehen. Gut, ein paar weitere starke Pokémons. Und da wir jetzt auch nichts mehr hier machen können, oder kann ich ein bisschen einkaufen? Ne. Die sind immer noch da. Und ich denke auch nicht, dass ich in die Arena reinkomme. Du darfst nicht in die Arena, Mano. Okay, dann auf zu neuen Abenteuern. Was möchtest du tun, Orlando? Willst du zu einem neuen Abenteuer aufbrechen? Oder kann ich etwas anderes für dich tun? Lass uns aufbrechen, Geschenke ansehen, auf Vollversion übertragen. Ich glaube, das geht auch noch bei der Vollversion irgendwie. Warte mal gucken, Geschenke. Ich sollte dir also etwas über die Geschenke erzählen, die du auf die Vollversion übertragen kannst. Phenontor, okay, nee, dann weißt du schon. Ist ja nur dasselbe wie dann. Das hier wahrscheinlich, das ist beides ungefähr dasselbe. Spiel beenden, ne, machen wir nicht und bitte warte noch. Bringt mir auch nicht gerade so viel weiter, also lasst uns aufbrechen. Ich kenne eine Insel in der Nähe, auf der sich ein paar Pokémon-Trainer aufhalten, um ein Spezialtraining zu absolvieren. Ich möchte, dass du dich ihnen als Gegner zur Verfügung stellst. Das klingt doch stark. Diesmal ist es Latias, genau. Latias der Rote. Da habe ich ein bisschen nachgegoogelt, das sind Duo-Pokémon. Also, die zur gleichen Gattung gehören, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Sind da ziemlich viele. Bitte helfen Trainern bei ihrem Spezialtraining. Wenn sich die Blicke zwei Trainer treffen, steht ein Pokémon-Kampf an. Ja, das ist interessant. Ich habe die Demo schon ein paar Mal gespielt und beim letzten Mal war es so eine. Ja, so eine Art Berg war das. Jetzt bin ich bei so einem Wiesengebiet, okay. Also ein bisschen unterschiedlich, interessant. Gut, wo gehe ich denn hin? Mal links. Hallöchen. Sei gegrüßt, Kleiner. Ich bin ein raubbeiniger Matrose. Ich habe die Weltmeere umsegelt. Warst du auf der Grand Line? Ich glaube es nicht. Du hast ein Kaniwan. Ha! Los, Phenontor. Mal gucken, wie das Mega Phenontor aussieht. Also, Mega Entwicklung und dann Eises Odem. Phenontor Armor Digitation zu Mega Phenontor. Wo ist der Groß? Ja, braucht ja sehr viel.
Nicht sehr effektiv. Macht nichts. Das geht doch nochmal. Okay, das war's aber trotzdem. Jawohl. Nicht sehr effektiv, aber ein Volltreffer. Du gabst mir keine Chance auf einen Sieg. Tut mir leid. So, was haben wir denn hier drüben? Ich tausche mal ein bisschen durch, damit man auch die anderen sehen kann. Ja, hier mal Sumpex. Hoppala, das war nicht Tausch. Tausch ist da. Mit Ferenontor. So. Dann. Ist da noch was? Mal gucken. Schwupps. Ah, ich glaube, du hast noch ein bisschen mehr. Okay, also keine optionale Weg. Dann komm her, du. Oh, kämpfen gegen mich. Jupp. Selbst wenn du da rumstehst, mein lieber Monty, ein Pelipper. Das Pelikan-Pokémon. Das finde ich auch immer so mega cool. Und ich glaube, er war auch ein witziger Charakter bei Pokémon. Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und Team Blau, soweit ich noch weiß. So, dann einmal Mega-Entwicklung und dann Steinhagel. Müsste effektiv sein. Sumpex. Die geht hier zu. Mega Sumpex. Wow. So ein fettes Viech. Wahnsinn. Richtiger Bodybuilder. Und Worms. Und da geht er down. Sehr effektiv Volltreffer. Und tschüss. Und das war schon wieder. Wie alle hat er nur Work Bam ein Pokémon. Keiner hat zwei. Wird zwar nichts bringen, aber naja. Huch, da war was. Ein seltenes Pokémon. Ja, irgendwas ist da. Kann ich mich hier vorbei ein bisschen vorbeischleichen, wenn er mich nicht sieht. Ganz vorsichtig. Ganz. Oh! Entschuldigung. Ich bin gar nicht da. Ganz vorsichtig. Und komm her, du! Was bist du denn ein? Oh, ein Nincada. Ich habe mir gerade auch jetzt Pokébälle dabei. Normalerweise schon noch, oder? Nö. Nee. Gut, kaufen konnte ich auch keine, da der Shop schon besetzt ist. Na, macht nichts also. Einmal. Aqua-Haubitze, warum nicht? Das sieht auch schön aus. Und ist auch effektiv gegen Käfer, glaube ich. Jo, sieht ein bisschen käferig aus. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. So. Dann ist hier noch irgendwie was Interessantes. Nö, gut, dann ein kleines Kämpfchen. Ich kenne Haufen auf der ganzen weiten Welt. Aber Graphite Paw City hat den schönsten von allen. Das glaube ich dir aber nicht. Tassilo. Doch ein Pelipper. Los zum Pex, komm heraus. Und setz mal Schlammbombe ein. Keine Wirkung, okay, wahrscheinlich, weil es fliegt. Oh, das war großer Schaden. Okay, Boden ist ja klar, der ist ja über dem Boden, also macht es nicht so viel. Bums, macht irgendwie Sinn. Steinhagel. Mit der Attacke ab, super. Oh. Ganz ruhig. Ich habe nichts getan. Reicht das auch? Ja, fast. Flügelschlag. Oh. Oh, geht noch.
Geht Kaskade? Normalerweise schon. Aber was anderes? Jupp. Nicht sehr effektiv, aber tödlich. Und tschüss. Du bist der Beste, ich weiß doch schon. Das sagen sie alle. Das war's schon. Das war's? Nur diese vier? Okay, es war doch ein bisschen kürzer als gedacht. Du hast einen guten Trainingspartner abgegeben. Lass uns den Rückweg antreten. Ach, muss das sein? Jetzt, wo es so Spaß macht. Jetzt bin ich traurig. Das hast du gut gemacht, Orlando. Ausgezeichnete Arbeit. Danke. Hier ist es erstmal Abschied nehmen. Was? Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Und das war's endgültig oder wie? Gibt noch ein drittes. Oh, im Modus sind neue Pokémon aufgetaucht. Mach dich auf die Suche nach dem Trio. Geht das ja auch noch? Ah, okay, Speichervorgang abgeschlossen. Geht in dritte Runde. Mal gucken. Oh, super! Endlich geht's weiter. So sieht man sich wieder. Das ist unsere dritte Begegnung, oder? Jupp. Ich würde mich einfach freuen, wenn du uns mal ein Abenteuer aufbrechen möchtest. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich erst. Kann ich jetzt shoppen? Nö. Mach dir nix. Gut, dann hole ich erstmal Lukok nach vorne. Vielleicht komme ich jetzt zu meinen Bergfall, wo ich schon mal war. So. Kann losgehen. Hier, ein neues Abenteuer. Lass uns aufbrechen. Anscheinend hätten sich ein Pokémon auf einer nahegelegenen Insel verirrt. Ich möchte, dass du mir hilfst, es zu finden. Das tue ich liebend gern. Diesmal wieder mit Latios. Der blaue. Wahrscheinlich heißt es Latios, weil Aoi oder Ao ist ja japanisch für blau, würde ich zu machen. Irgendwo auf der Insel muss es arme Pokémon sein, das dich geführt hat. Geh und rette es. Sag Bescheid, wenn du fündig geworden bist. Kein Problem. Na, ich habe zumindest ein bisschen ein Berg vor mir. Wo ist das? Ein Trainer? Schön, dich zu sehen. Du siehst ziemlich stark aus. Das wird ein gutes Spezialtraining. Okay, was hast du? Was bist du? Ein Schnösel. Schnösel-Schorsch. Also Georg. Denn wer es nicht weiß, wer Georg heißt, wird in Bayern auch gerne Schorsch genannt. Schorsch, Geschorsch. Shoshi ist der Shoshi Show. Ja, das war Deutsch. So einmal Mega-Entwicklung und Gebummes war es nicht so anfällig, aber trotzdem Logo Kanonade. Wenn schon, denn schon. Also Logok. Hyperspirit Digitation zu Mega Logok. Supi und Loie Kanonade. Herzlich Bock auf Limonade.
irgendwie. Und es war schon mit Bummels ins Waschen, oder? Genau, denn der Schnösel kann sich kein zweites Pokémon, la, heißt denn? Das war ein heißer Kampf, danke. Ja, das war's wirklich. Wenn er 3480 Poké-Dollar, dieser Typ zu viel hat. Guck mal hier mal ein bisschen um, ich hab irgendwas gehört. Da war's, sieht ein bisschen verdächtig aus. Nö, kann ich hier hoch? Jupp. Ah, dieses. Ist das ein Flurmel? Und so ein Trainer? Das ist keine Rinse. Okay, dann mache ich die anderen Trainer auch noch fertig. Bin schon dann richtig. Einmal hier anstrecken für den alten Opa. Okay. Der hat wohl einen ziemlich grauen Star. Hallo? Hallo? Da bist du kein Trainer, okay? Da habe ich nach langer Zeit mal wieder eine Reise unternommen und mich gleich verwirrt. Wie komme ich jetzt zur Urzeithöhle zurück? An den Ort, an den angeblich die Seelen der Pokémon, die am Pyreberg ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, zu neuem Leben erwachen. Keine Ahnung. So, dann gehe ich mal hier nach. Oh. Was war das? Hat da wackelt was? Ach, sieht man ja kaum. Ganz vorsichtig. Da ist ja was. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Absol. Oh, schön. Absolut der Spitzenklasse. Erzwinger. Ich weiß nicht, was das bringt, aber okay. Einmal Schlitzer. Schießschlitzer. Bringt das viel? Na, geht schon, Verhühner. Du wirst den Angriff ein bisschen steigern, oder? Keine Ahnung. Gut, dann nochmal. Dann ist er schon down. Leider nicht fangbar, aber naja. So, sehr schön. Dann switche ich mal wieder ein bisschen. Diesmal wieder mit Ferrenontor. Bisschen Abwechslung. So. Was ist hier schönes los? Außer wäre da gar nichts los. Okay. Was war das? Wieder irgendwas? Ganz langsam gehen. Ich glaube, da ist auch nichts. Hier wahrscheinlich ebenfalls nicht. Ne. Dann ab nach oben zu den letzten Trainer unter diesen. Sollte aber echt ein Flummel sein. Das sehen wir gleich. Und? Hallo. Ich bin Reich. Und haben wir gerade langweiliges, breitet sich eine Freude und kämpfe mit dir. Oh, welch eine Ehre. Schnösel, René möchte kämpfen mit den Geradax. Hat trotzdem nur eins. Mal gucken, was er so drauf hat. Ich denke nicht so mega viel. Gut, einmal Eiszahn. Und. Ah, fast. Also diese wunderschöne Aussicht. Nochmal. Au. Dann legen wir mal einen Zahn zu. Und. Down. Und das war schon, denn der Schlüssel hat kein Geld für den Trank. Warum konnte ich nicht gewinnen? Keine Ahnung. Weil du schlecht bist? Eventuell. Alles klar bei dir? Ja, und ein Flummel, wunderbar. Ich habe ein Pokémon erkannt, yay. Flurm.
Willst du kämpfen? Nee. Du hast es gefunden. Sehr gut. Dann lass uns den Rückweg antreten. Ne Pokémon Rescue Mission. Wunderbar. Geht dann viertes Abenteuer? Bitte, bitte, bitte. Ich hab so Bock drauf. Aber ich denke, alle guten Dinge sind drei. Das hast du gut gemacht, Orlando. Ausgezeichnet die Arbeit. Kein Problem. Hier ist jetzt mal wieder Abschied nehmen, was? Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Jetzt haben wir schon dreimal gesehen. Kann ich dann das nicht skippen? Doch geht. Super. Geht noch was? Drittes Abenteuer. Du kannst nun dein Pokéball-Set über Pokémon Link versenden. Nochmal speichern. Geht jetzt nochmal was? Die endlose Demo. Bin mal sehr gespannt. Oh, das ist ja krass. So sieht man sich mal wieder. Das ist unsere vierte Begegnung, oder? Ich werde dir zum Andenken und zum Wiedersehen ein paar Pokébälle schenken. Du hast ein Geschenk von Troy erhalten. Das Geschenk, welches du eben erhalten hast, kannst du via Pokémon Link auf deine Ausgabe der Vollversion übertragen. Bitte beachte, dass du es nicht in dieser Spezialdimension verwenden kannst. Also kein Pokéball für mich. Mega Armreif. Aber bei Bällen haben wir nichts. Schade, schade, schade. Kann ich aufbrechen? Ja, aufbrechen kann ich mir gucken. Ist das dann wieder Flurmel? Okay, das ist der Latias. Also eine andere Insel. Ich schwimme so weit wie es geht. Dann such bitte nach Pfiffchen, dass er auf der Insel leben sein müsste. Dingsbums. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Pfiffchen auf den freien Flächen zwischen dem hohen Gras aufhält. Okay, also noch geht es weiter. Und noch ein Trainer, sogar eine ziemlich hübsche. Hallöchen. Dein Kopf ist schon. Von vielen denken wir. Lass uns kämpfen. Das ist weniger anstrengend. Dein Kopf tut weh? Oh! Eine Herausforderung von der beinespreizenden Kämpferin Tia. Mit einem Medite. Das soweit ich weiß, Psycho ist. Ich weiß nicht, was das so effektiv ist, aber ich versuche es mal mit einem kühlen Eisodem. Vielleicht bringt das was. Vielleicht nicht mal gucken. Ach, reicht aber auf jeden Fall. Volltreffer. Und Medite meditiert nun im Jenseits. Und das war's schon von Tia. Das war zwar eine schmerzhafte Niederlage, aber ich liebe das Kämpfen trotzdem. So siehst du aus. So, mal gucken, wo das 15 hier ist. Vielleicht hier irgendwo. Oh, ich habe schon gehört. War das der Pfiffchen? Ruft, das ist ein Pilliver. Hau mal ab. Denn das bringt dir nicht so viel. Ich kann es nicht fangen. Und trainiere es auch irgendwie sinnlos hier. Da ich schon overpowered bin. Hallo? Und das schätze ich mich nicht. Das brauchst du dich nachher nicht zu wundern. Wenn du holst, wie ein Baby. Kämpferin Laura mit Hariyama. Na, so wollt ihr Kalle aussehen. Bisschen stylischer wie ein Makuhita. Okay, das ist, soweit ich weiß, Kampfboden oder so. Keine Ahnung. Setze ich mal Mega-Entwicklung und eines Odem ein. Sicher, sicher. Wie eine
Superschnelle Digitation. Da 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 da. Das kennt ihr doch schon, die Hyper Spirit Digitation. Da 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 da. Da 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 da. Wir bleiben stets unseren Träumen treu. Die Zukunft gehört der Gerechtigkeit. Und irgendwie so ging es weiter. Oh, sehr effektiv, okay. Auf jeden Fall das Falsche. Pocket Monster, tauschen wir ganz kurz um. Geht ja auch auf Sumplex. Dann. Er bringt das ein bisschen mehr, keine Ahnung. Überwurf. Ein bisschen. So, dann einmal Aquahaubitze. Mhm. Und tschüss. Und das war's mit Laura. Hahaha, Schluchz und Schnief, ich hab verloren, tut mir leid. Aber du bist schlecht und ziemlich knickkrieg. 960. Keine Knete dabei. Gewaldro. Komm mal bitte her. Okay, mir geht es nicht auf die Insel, da muss es irgendwo hier sein. Ich höre es ja schon. Das ist ja. Grrr. Du hast das Pfiffchen gefunden. War es doch schon okay. Und wieder zurück. Da 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 da. Da da da. Gut gemacht, Orlando. Ausgezeichnete Arbeit. Mal wieder Abschnitt nehmen. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Kamerafahrt nach oben. Dann the best trailer ever. So. Das vierte Abenteuer bestanden. Im Moosbachsicht ist jemand Neues aufgetaucht. Suche ihn. Das hat ja gar kein Ende. Mega krass. Aber gut. Mal gucken, wie weit es dann noch geht. Komm schon, komm schon. Wer ist denn Neues dabei? Mal gucken. Das ist die fünfte Begegnung. Ach ja. Ich wollte dich darauf etwas hinweisen. Du kannst die Mega-Entwicklung pro Kampf nur einmal einsetzen. Ja, weiß ich schon. Überlege dir also gut, wann du bei welchem Pokémon diesen Joker ausspielen willst. Schau mich einfach an, wenn du uns im Abenteuer aufbrechen möchtest. Ich würde mich darüber sehr freuen. Das ist sehr schön und ich glaube ja, das könntest nur du sein. Oh hey, schau mal, was hier gerade auf dem Raum meines geliebten Fahrrads steht. Radler, 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 Radler. Radler, 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 Radler. Radler, 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 Radler. Radler, 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 Radler. Der Name steht überall. Alles klar. Ich hoffe für dich, dass du auch eines Tages auf einem Fahrrad aus Radlers Radladen herumfahren kannst. Bist du ein Special Guest oder willst du mich hier nur verarschen? Hey, du warst der Alte. Du bist auch nicht neu. Jetzt ist noch alles zugesperrt. Tür ist verschlossen. Aber wer ist denn hier noch Neues hinzugekommen? Vielleicht hier im Labor. Hallöchen, ich. Ach, du bist der Assistent. Okay. Wie vielleicht? Nö. Dann vielleicht bei der Raketenabschussbasis irgendwo da. Muss ich nur mal ganz kurz gucken. Das geht auch nicht. So, du warst schon da, da, da. Ist hier jemand? Da hab ich doch nichts gesehen. Was ist der komische Reiler-Typ oder jemand anderes?
Radler, 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 Radler. Okay. So, da, 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 da. Das Kind war schon hier, du warst schon hier. Da geht auch nichts. Jedenfalls nicht, oder? Wir aufsichten die Arena. Okay, okay. Dann vielleicht hier am Strand, aber ich glaube auch nicht. Ne. Oder hier. Ihr wollt noch gar nicht, okay? Wer seid denn ihr? Ich verstehe die Beweggründe für eure Entscheidung. Dann trennen sich hier wohl unsere Wege. Ich werde zur Kalos-Region zurückschwimmen. Okay, also ab zur Richtung XY. Ich werde in dieser Stadt bleiben, um endlich ein Taucher zu werden. Es ist Zeit, meine Badehose vorzusagen. Okay, und? Ich werde auch hier bleiben. Ich habe euch bisher nichts davon erzählt, aber meine Spezialität ist das Tauchen ohne Sauerstoffgerät. Seit ich klein bin, habe ich davon geträumt, Taucherin zu werden. Okay, auch sehr interessant. Aber ich denke nicht, dass das jetzt die spannenden Leute sind, ne? Da war echt dieser komische Radeltyp. Ein bisschen enttäuschend, aber okay. Dann auch zu einem neuen Abenteuer. Bla 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 bla, neues Abenteuer. Lass uns aufbrechen. Ach sowas. Es ist ein Herausforderungsschreiben für dich gekommen. Oh. Anscheinend hat deine Stärke als Trainer herumgesprochen und Leute wollen gegen dich kämpfen. Das klingt ja stark. Na, wissen wir das Ende dieser Questreihe? Ich denke, 5, 6 Mal wird das schon reichen. Irgendwann muss ja auch Schluss sein. Der Mann, der das Herausforderungsschreiben geschickt hat, müsste hier irgendwo sein. Bereitet sich gut vor, Lando. Es handelt sich bei ihm um keinen gewöhnlichen Gegner. Okay, du kennst dich wahrscheinlich schon ganz gut aus. Bist das vielleicht du? Ich denke eher nicht. Mal gucken. Vielleicht ist es ja. Das ist ein komischer Typ, ist es, oder? Gucken, wie ich da hinkomme. Hier irgendwo. Und dann, dann. Hallöchen. Ich habe schon viel von dir gehört. Ungeachtet deiner Jugend bist du in der Lage, die Gegenentwicklung einzusetzen. Hier in diesem Ort, den kaum jemand dir betritt, habe ich gemeinsam mit meinem Pokémon unbeirrt nach Stärke gestrebt. Erlaube mir, meine langen Fähigkeiten gegen dich und deine Pokémon auf die Probe zu stellen. Bin ja gespannt. Experte Theobald, U3 sogar, Hariyama. Vielleicht Level 40 wäre auch ziemlich cool. Komm schon, 4, 9, 36, okay. Gut. Also war ich Finanto nicht gerade so gut, aber ich versuch's dann mit Kopfnuss, weil das nicht so viel bringen. Erstmal die Hyperspirit-Digitation. Venanto sagt einfach ja. Was dann kommt, das kennt ihr doch schon. Da. Ich habe viel zu viel Orbe gemacht, das ist so schlimm. Macht das Schaden? Ja, ganz schön viel. Überwurf. Oh, das war's. Puh. Gut, dann wieder raus und rein. Mit. Zum Packs. Planta. Come back to Mama. So, zum Packs. Grafelle. Oh. Bisschen schauen, aber nicht viel. Einmal Aqua Haubitze.
Reicht das? Ja. Nee, fast. Wirbelwind. So, raus mit dir. Und rein mit Lugok. Ah, kein Problem. Dann einmal ganz kurz Doppelkick. Bum, bum. Und tschüss. Einmal getroffen. Ihr bekommt ein bisschen Erfahrungspunkte. Alle drei, sehr schön. Als nächstes kommt Schwalboss. Ein Flug-Pokémon, der wäre wechseln, da wäre gewollt auch ganz gut. Also raus mit dir. Komm mal her. Heute darf jeder mal. So, dann machen wir einmal ganz flott. Geht denn okay? Von der Statue. Ja, schön, genau. Einmal pro Kampf. Also nicht einmal pro Pokémon je Kampf. Gut zu wissen. Naja, wir haben schon alle oft genug gesehen. Schwalpump. Schwalpump, genau. Schwalboss pumpt sich auf. Ja, ihr was? Sehr effektiv. Macht nichts. Laubklinge. Klappt super. Nicht effektiv, aber das war's mit dir. Nächstes kommt Absol. Weiß nicht, wer da ganz gut ist. Also bleibe ich einfach mal bei Gewaldro. Jetzt wieder, okay. Dann vorne Statue bei dir. Mal gucken. Jo, wurde besiegt. Ich bin einfach zu OP. Und das war schon mit Theobald. Du bist stärker als gedacht. Ich weiß. Glückwunsch, du hast gegen einen echten Experten gewonnen. Null Problemo. Ich kann dir im Gesicht ablesen, dass du den Sieg davongetragen hast. Den letzten Tag muss passiert dir mal wieder zurückkehren. Und wieder back. Und täglich grüßt das Murmeltier. Oder täglich grüßt das Latios Latias. Geht noch was oder? Haben wir es noch schon ausgezeichnet, Arbeit? Mal wieder abschätzen, ich freue mich schon auf Wiedersehen. Ach, immer dasselbe Spiel. Dadalam, 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 dadalam. Du kannst nun ein Heilbasset über Pokémon Link versenden. Danke für das Spiel der Spezialthema-Version. Du kannst sie noch weiter nutzen und dich schon darauf freuen, Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir zu spielen, die bald bzw. 2014 über den Pokémon eShop und im Handel erhältlich sein werden, wird war getan, getutet. Also sind wir jetzt schon durch? Mal gucken. Also gucke ich noch. Sechste Begegnung. Einmal ein Heilball-Set. Gesagt, nichts Großartiges. Mal gucken. Neues Abenteuer. Ja, ich guck mal. Ich werde auf der Suche nach einem Pokémon begeben, das auf einer nahegelegenen Insel leben soll. Wenn es immer die gleiche Quest ist, dann. Gut, dann machst du es noch einmal und dann sind wir aber endgültig dann fertig. Sonst ist es echt zu lang. Ich bin nach 5 hin okay. Die gleiche Insel, gleiche Trainer wahrscheinlich. Hier war ja das Flormel. Ah, das ist schon sehr schön. Schwierige Quest.
Und wieder zurück. Hier gerade so mega spannend. Na gut, dann. Wenn sich das nur wiederholt, dann würde ich sagen, das war das letzte Mal. Irgendwann muss ja Schluss sein. Ausgezeichnete Arbeit. Okay, dann zum letzten Mal die Vorschau. Personen. Nachdem du, okay, also warst doch die drei da draußen. Oder sind das wieder drei neue? Oh, die Neugierde ist zu groß. Ach Mann. Ich muss schon wieder gucken. Ah. Das Spiel macht süchtig. Wenn es mal laden würde, so. Dann gucke ich noch einmal und dann. Dann war's das. Das ist die siebte Begegnung. Interessiert mich nicht. Ein neues Trio. Ja, du bist neu, oder? Dank meines Reichtums konnten auch gestern wieder alle meine Pokémon in den eigenen Bettchen schlafen. Das ist ja schön für dich. So ein neues Trio. Seid ihr die anderen zwei? Hallo? Hm? Ja, ich bin Brick. Tut mir sehr leid. Aber ich plane gerade mit meinem Kumpel Bootmar den Bau einer Fähre. Lass uns ein andermal miteinander sprechen. Okay. Wenn wir die Zeit dort dann bringen. Womit Thema denn das andere? Was ist mit diesem Dingsbums? Ah, das soll man nicht verrückt werden. Ja, das braucht dir sehr viel. Okay, dann noch einmal aufbrechen. Wenn es wieder eine Pfiffchen-Suchaktion ist, dann passt dir schon. Gangspezialtraining, okay. Ich muss es immer wieder wiederholen, also. Ja. Wenn es nicht dieser komische Berg ist, von dem ich schon mal erzählt habe, dann hau ich ab. Nein, da waren wir auch schon. Ich war noch nicht der ganz hier links vorbei, aber. Der neue Trainer? Okay, dann machen wir es noch einmal. Einmal noch. Jemand hat mir gesagt, dass ich alles geben soll, um dich zu besiegen. Deswegen werde ich mich nicht zurückhalten. Irgendwann muss ich auch mal Schluss machen. Astrainer Roswitha mit Kakelo. Haben wir auch schon gesehen. Rosvernontor. Einmal mit Isis Odem. Und tschüss. Ah, fast. Noch ein Biss. So. Dann Kopfnuss. Und. Bums. Das muss wehtun. Vor allem mit den Riesenschädel, was wir nun da haben, habe ich doch alles gegeben. Aber das reicht doch nicht. Vorsichtig, wir können ein bisschen vorbeischmuggeln. Ich bin gar nicht da. Oh, 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 oh. Das war ja knapp. Oh, alles ein hohes Chaos, okay. Irgendwas Seltenes. Kein Plan, aber hier ist ein
Den Kater. Hat auch nichts Neues. Hm, nee. Habe ich keinen Bock drauf. Okay, die restlichen Besieger haben jetzt auch keinen so richtigen Bock drauf, aber das machen wir doch. Haben wir es hinter uns? Steckt man in der Defensive ist, bis zu einem Immungsloser kann man angreifen. Dum, 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 dum. Und du hast ein Absol. Auch keinen neuen Pokémon, immer wieder dieselben. Jupp. Das bringt mich keinen Meter weiter. So, einmal Eisodem. Guck, ob das was bringt. Volltreffer. Noch ein Biss. Ich bin echt zum Anbeißen. Aber das kann ich auch. Eistarn. Zack. So. Und tschüss. Und wir sind schon Level 40. Das ist ja mega stark. Gut, dann ist hier noch eine. Oder auch nicht. Ne. Dann waren es echt nur drei. Gut, dann du noch und dann. Nein, wieso springe ich denn? Weil was Seltenes? Keine Ahnung. Gut, dann noch ein. Oder kann ich jetzt so zurückgehen? Nano? Okay, geht auch nicht. Auf jeden Fall, dann wird auch peppeln. Hallo? Noch einmal? Dann leg mal los. Last but not least kommt jetzt noch Yvonne. Mit einer weiteren Absol. Und fast tschüss. Wobei Level 30. Ist auch halt nicht. Könnte man ja alle Level 30. Jetzt bin ich aggressiv. Ah. Noch ein Biss. Wir wollen beißen wollen. Der sieht denn so schmackhaft aus. So, ein bisschen abkühlen. Und das war's dann auch endgültig. Absolut wurde besiegt. Und das war's dann hier auch wieder mit der letzten Runde. Du musst mir gerade ein bisschen überlegen. Aber ein bisschen. Und das war's schon wieder. Okay, egal was kommt, ich höre auf. Ich muss stark bleiben. Auch wenn es Pokémon ist. Oh, und tschüss. Das kennen wir schon. Tausendmal gesehen. Siebte Abenteuer ist bestanden. Okay, juckt mich jetzt nicht, wer der neue aufgetaucht ist, denn das war es jetzt endgültig mit der letzten Demo von Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Jetzt warten wir auf das Logo 3 Stunden. Das ist schon. Pokémon Oras Spezial Demo Version. Jo. Haben wir schon ein paar mehr gestockt. Das war's mit der letzten Demo, beziehungsweise mit der letzten Spezial-Demo von Pokémon Omega Rubin Alpha Saphir / Pokémon Oras. Und wie schon gesagt, in den nächsten Tagen wird es auch ein paar weitere Pokémon-Videos geben. Einmal, wie schon erwähnt, Pokémon Trading Card Game und dann noch einmal Pokémon Rumble U als Gameplay, wo ich noch ein kleines Commentary dazu mache, wie ein paar interessante Pokémon-Geschichten, die mir persönlich so, ich sag mal, widerfahren sind. Also auch ganz interessant. Gut, dann würde ich mal sagen, nach diesem viel zu langen zweiten Teil mit 7, 8 Anläufen, beende ich das Ganze und ich wünsche euch
Also erstmal danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und noch frohe Ostern. Denn wir haben ja aktuell noch Ostersonntag, wenn es rechtzeitig noch online kommt. Also, frohe Ostern und ciao.